Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der BGFarm 2 Thüringer Höhe. Mit dabei war heute den Jörgi Lami, den Daki, den Raster und den Sven. Hallo. 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 Du Raster? Ja. Das ist ein bisschen hoch. Ach nee, absolut sicher. Alter, liegen ja noch. Geprüft. Alter, ich fahre jetzt. Mach den einen, will ich noch drauf. Ja, dann mach den einen drauf. Du kannst mir hinterherfahren. Ich muss die Spanngurten neu anbringen. Ja, weil. Nee, die nimmt er nicht mehr. Also ab 6 in der Höhe ist vorbei, Raster. Ja. Höher gehen sie nicht. Das heißt langsam fahren. Nee, das heißt, du fährst mir hinterher und sammelst gleich zusammen, was am Boden liegt. Wie soll das denn funktionieren? Du hast gesagt, so viel wie möglich. Ich hab vorhin auf der Autobahn einen Transporter gesehen, der haben auch Großballen transportiert. Die hatten nur 3 in der Höhe. Ja, ich. Ja, der fährt auf der Autobahn, der muss durch einen Tunnel. Wir haben ja keinen Tunnel. Kein Tunnel. Das war bei gerade. Hör auf so zu lachen. Das ist halt schlimm. Wieso? Ich komme eh nie an. Ey, wehe, wenn du das umschmeißt. Nee, ich bemühe mich wirklich, dass ich ordentlich ankomme, aber es gibt so einen Grundüberstand an der obersten Reihe, weißt du? Der war immer schon da. Das soll noch einmal sagen, anstapeln kann ich. Nee, kannst du. War es nur ein Schreckmoment oder muss ich aufräumen kommen? Nee, noch geht's. Ich habe die Kurve ein bisschen zu eng genommen, leider. Boah, der Deutz, ne? Der will aber auch, du. Oh, ich sehe schon meine Problemstelle. Die Hofauffahrt. Gut, man merke, das nächste Mal maximal 5 Ballen. 6 geht. Bei 6 hast du eine Spanngurte, aber alles über 6 geht nicht mehr. Sind jetzt 6? Ne, es sind 7 tatsächlich. Wirklich? Warte, lass mich gucken. Du hast recht, es sind 6. Also 5, du hast recht, ja. Alter, wir hatten da gerade einen Wheelie gemacht mit dem Düngerstreuer. Unschuldig. Im Bett lag da so Grasballen. Alter, wir kommen gerade so. Alter, ich streife an der. Am Strommasten, ne? Aber hier kommt es. Erzählst du noch schnell, wie viele Ballen das waren? Ja. Das waren jetzt auch nicht umgekippt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 6. 48 Stück. Glaube ich. Ne, einer weniger. Und 47. War gar nicht so schlecht. Ich überlege gerade, ob ich hier abkürzen soll. Nee. Das angucken. Ja, dann hatte ich den Regen bestellt. Ja, ich glaube, Dagi hat ihn aufgegessen. Was? Ich denke schon. Hey. Es ist noch nichts passiert, weißt du? Ich habe weder stark gebremst noch sonst irgendwas. So, Deutz, das ist jetzt wie im Winter. Das muss jetzt in einem Schwung. Oh, nö. Ach, komm schon. Hat mal jemand was zu schieben? Ja, warte. Alter, hinten. Werner. Alter, hinten ist Party. Lol, da fallen die Ballen runter. Guck dir das mal an da hinten. Ja. Durch die Spanngurten ja, raus? Ja. Ja, ist bei mir vorher auch so gewesen. Die sind seitlich aus dem Gurt rausgewandert. Ja, das ist bei mir auch gerade. Die tanzen hier Lambada. Interessanterweise ja. Nachher aber wieder rein. Ja, Svenny, ne? Immer fester drauf, hast du recht. Ich brauche aber so ein liebes, also nicht so einen gemütlichen Schubser, weißt du? Nicht so ein. Jetzt gib Gummi jetzt. Alter, da fällt immer noch mal runter. Ja, ich stehe voll drauf. Also auf dem Gas. So, hier ist schon der Abladetrigger. Zünden wir mal noch einen anderen Düngerstreuer, so. Wolltest du kalken? Ich will kalken. Ja, wenn's noch geht.
Also wenn es bei mir im Hintergrund laut ist, tut mir sehr leid, aber es donnert und blitzt wie aus sonst nichts. Was? Was? Ja, ja. So, bei euch ist ja Land unter, gell? Nee, noch nicht, aber wir sind auf dem besten Weg dorthin. Naja, Tirol. Herr Lamy, so, wolltest du nicht eine Fahrspur ziehen? Bitte? Wolltest du nicht eine Fahrspur ziehen? Hier zeigt es an, dass die Fahrspur da ist. Au. Man läuft auch nicht in den Traktor rein, Alter. Die habe ich nicht gekommen sehen. So, Rasta, ich komme zu dir wieder. Hier unten liegt, liegt noch ein Grasballen. Teilweise ist sie da, teilweise ist sie nicht da. Das ist also bei mir ist sie durchgängig gesät. Ich aber wenn du stapeln also möchtest, kannst du auch. Ja. Kann ich auch machen, ja. Habe ich Bock drauf irgendwie. Ich bin noch nicht so. Welches Feld fährst du, Sven? Ich wollte zu eurem Grasfeld da kalken. Grasfeld kalken? Da musst du gar nicht kalken. Das kannst du nicht, weil das erntereif in der letzten Stufe ist. Musstest du erstmal mähen. Ach. Und da blieb was stehen. Gerade Zeit Kalk. So. Aber du könntest die 53 kalken. Dann mach ich das. Sven, ich stehe da drüben noch irgendwo Ballen? Also hier bei mir nicht. Und das Problem ist, dass das schon ein bisschen gewachsen ist. Jörg, ja, hast du irgendwo noch Ballen gesehen? Mach dich da weg. Also so einen Sammelpunkt gebaut irgendwo? Ja, dort wo du weggefahren bist. Oh ja. Ungefähr. Bin wieder da, Rasta. Ja, ich komm gleich. Siehst du jetzt siehst du aber, oder? Da versucht die aufzuladen, also herzubringen, die am weitesten weg waren. Okay. Ist okay, wie ich stehe? Ladest die du auf. Oh ja. Also, eins muss ich ja sagen, ne, der Manitou-Sound haben sie echt gut getroffen. Der hört sich im Original genauso an. Hm? Ist das ein blindes Huhn oder so? Nee. Geht. Geht mich nichts an. Oh, warte mal, ich habe das Ding nicht belegt. Das Auf- und Zumachen, der Clown. Ja, das musste ich nämlich auch noch. Belegen. Y. Z ist zumachen. So, original. Wo kann ich jetzt unterstützen? Kalken, sonst. Ja. Weiß nicht, ob wir noch einen zweiten Telelader haben. Glaube eher nicht, aber ich wollte einfach mal einen raufwerfen. Ein Geld scheitert das denn nicht? Nee, aber solche Sachen wie, glaube ich, brauchen wir auch nicht. Zwangsläufig. Ja. Mistschreuer haben wir nicht, ne? Aber wir brauchen keine Tiere, oder? Ja. Der Sepp hatte mal irgendwie Schweine, aber ich weiß nicht, was das geworden ist. Das war das nicht ein anderer Spielstand? Das weiß ich jetzt nicht. Yep. Warum weißt du das nicht? Weil ich nicht weiß, wie oft die Spielstände tauscht. Man kann ja auch normalerweise Miststeuer auch kalken, ne? Sollte gehen, ja. Haben wir Standarddinger wahrscheinlich nicht. Miststeuer habe ich keinen gesehen am Hof, ne? Ich habe heute unter einem Video gelesen, da meinte einer, oh Gott, ein Mistschreier kalken, so unrealistisch. Ja, den habe ich auch gelesen. Ja, ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht, habe mal bei YouTube danach gegoogelt oder halt gesucht und habe ein paar Videos gefunden, wo tatsächlich halt ein Fan mit einem Mistschreier unterwegs war. Ja. Also es geht schon. Ist bei uns eigentlich Standard, also dass einer mit dem Düngerstreuer kalkstreut, ist eher weniger. Also viele bei uns haben auch gar keinen Düngerstreuer, muss ich sagen. Ja, also tatsächlich habe ich auch ein paar Düngerstreuer gesehen, wo dann Kalk mitgestreut wird, aber das kommt wohl auch drauf an, welchen Kalk man ausbringt, weil es dann wohl auch unterschiedliche Arten gibt. Hier im Spiel gibt es dann nur eine Art, in der Realität wohl irgendwie 6 unterschiedliche oder so. Ich glaube, den Kalk gibt es auch gröber, wenn man das so formulieren kann.
Und ich glaube, den gröberen, danke Jörgi, da bist du, glaube ich, mit Miststreuer besser unterwegs. Ja. Also was ich gesehen habe, dass die dann Streuteller haben, die Miststreuer, ne? Und okay, das damit dann ausgebracht haben. Ja, ist ja Miststreuer. Und da waren die ganz normal, die ganz alten, die es nur hinten runterfallen lassen, mehr oder weniger. Mit denen hast du nicht wirklich Kalk ausgebracht. Aber mit den moderneren, so wie. Was ist das da im Spiel? Edis, na, Samson vielleicht. Samson, der hat das, der größere, ja. Der größere Samson, der die Streuteller unten hat. Mit dem geht es auf jeden Fall. Was bringt Kalk dem Boden? pH-Wert? pH-Wert, ja. pH-Wert anpassen, damit dann Nährstoffe besser verfügbar sind. Das ist, glaube ich, auch damit die Pflanzen etwas robuster sind, wenn mal länger es nicht regnet oder so, ne? Ja. Im Endeffekt ist ja der Nährstoffgehalt des Bodens ist etwas, was sehr kompliziert ist. Ja, das glaube ich. Hört sich sehr einfach an, aber ist. Da haben so viele Faktoren Einfluss drauf. Kannst auch so viel falsch machen bei solchen Sachen, ne? Aber es gibt ja nicht umsonst so viele Labore, die sich nur auf so Bodensproben spezialisiert haben. Also Jörg, ich hatte Spaß hier. Ja. Kann dir schön zugucken. Sag mal, Jürgen, du bist jetzt hier schon viermal vorbeigefahren. Ja, und jetzt auch das letzte Mal. Jetzt krieg ich die anderen Nerven. Schön. Wir freuen uns. Da sind jetzt vier hoch, ne? Da geht noch eine rauf. Ja. Ich würde dann gleich wieder zurückschieben, also passt das nur annehmen, zurückfahren. Ja. Arbeitsteilung. Das sieht schon sehr merkwürdig aus auf der Feld 53. Was denn? Nur mit dem gekalkten und nicht gekalkten, mit den Haarspuren. Ja. Was hast du gerade gesagt? Mit den Haarspuren? Ja. Okay. Ah. Aber wie hast du die hinten draufgepackt? Hast du da zwei genommen, hast du? Ja. Okay. Immer nur zwei. Hier schön bei strömenden Regen Heuballen verladen. Sehr realistisch. Super. Aber wer Realismus will, ist bei BG verkehrt. Was hast du jetzt gesagt? Also das Mountain Farmers Projekt ist ganz gut, glaube ich. Wir bemühen uns zumindest. Ja, in Real Life ist es ja so, wenn du Strohballen zu schnell presst, dann einsammelst, dass sie sogar hitzen können und nachher dann eine Scheune in Brand stecken. Das habe ich auch schon mal gehört, tatsächlich. Ich habe auch gehört, dass man zum Beispiel den Drescher oder die Ballenpresse am nächsten Tag erst sauber macht. Also den Drescher, so also machst du eigentlich direkt danach oder je nachdem. Nein, den Drescher machst du aus einem anderen Tag. Habe ich auch mal wegen irgendwie sehr heiß und irgendwie ja, so. Weil stopp, du sonst aus alles anfackelst. Oder auffasst, den ganzen Staub. Stopp. Weil alles noch heiß ist. Ja. Und wir waschen den nicht, wir pusten den halt mal sauber und den ganzen Staub halt weg und die Luftfilter und so, ne? Die unteren von hinten längs drauf geschrieben. Oh Gott. Guck mal, sieht aus wie gewollt. Also ich verstehe gerade nicht, wo ihr die ganzen Fahrspuren gemacht habt. Ich habe auch keine gesehen, ne?
Ja, aber wenn du auf die Übersicht guckst, dann siehst du es. Und hier in den Wachstumsstufen siehst du auch die Fahrspuren. Ja. Also ich sehe sie im Wachstum nicht, so leid es mir tut, Jungs. Nee, ich muss auf dem Feld gucken. Okay, das können wir das nächste Mal machen. Für heute sind wir erstmal fertig, liebe Leute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.